Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ITL auf Achse. Wir sind nicht mehr da, wo wir eigentlich sein sollten, und zwar in Köln, aber das Warum erkläre ich euch gleich. Ihr seht, wir haben unseren Trailer wieder dabei. Aber wir sind nicht mit meinem LKW da. Was ist passiert? Meiner ist in der Werkstatt. Wir sind... Ich drehe mich mal hier so ganz schnell rum. Mit dem Fahrzeug von Astrid unterwegs. Die ja auch in unserem Unternehmen fährt. Ein bisschen ja, hallo. Mann, oh Mann, oh Mann. Wir hocken uns nein. Ja. Sie befinden sich in einer Sackgasse. Ach so. Meiner ist ja für die, wird ja innen drin aufgehübscht. Habt ihr ja, glaube ich, beim letzten Mal noch mitbekommen. Hab mich dann hier in dem Fahrzeug mehr oder weniger ein bisschen, ja, ein kleines bisschen, nur eine Tasse und mein Handy reingetan. Mist, Automatik. Muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Ihr seht, wir stehen hier auf der A3 Richtung Linz. Wir sind also irgendwo hinter Nürnberg. Ich würde sagen, wir fahren einfach los und dann erzähle ich euch, warum ihr nicht dabei wart auf der Tour hier nach Salzburg. Wir sind also unterwegs nach Salzburg. Wir bringen da medizinische Ausstattung runter. Folgendes ist passiert, Kamera habe ich eingesteckt, aber man sollte auch ein Kabel mitnehmen zum Laden. Das habe ich vergessen. Oh. Ich bin also bis hier zu der Raststätte gefahren, habe mir da jetzt ein billiges Ladekabel geholt, 35 Euro für so ein USB-Kabel. Habe natürlich die Kamera jetzt geladen und dadurch kann ich jetzt die weitere Fahrt aufnehmen. Wie gesagt, Volvo ist das Fahrzeug von Astrid, die ist in Urlaub. Damit werden wir jetzt kurz in der Zeit fahren, wo meiner in der Werkstatt steht, zum Herrichten. Jo, was haben wir sonst? Was haben wir Wichtiges Neues in der Beziehung hin? Eigentlich nichts. Salzburg. Klar, ne? Falschen Knopf wieder gedrückt. Muss mich ein bisschen umgewöhnen. Die Knöpfe liegen alle ein bisschen anders hier, als wie sie bei mir sein sollen. Warum reagiert der Tempomat hier nicht? Jetzt hat er. Gut. Gemütlich hinsetzen. Ich nehme euch mit dazu. Moin, da sind wir. Wir schuckeln hier ein bisschen durch die Gegend. Ja.
eigentlich so an sich ein schickes Auto. 750 PS. Sollte ausreichen, ne? Automatik, man braucht nichts tun. Ist natürlich nicht schlecht. Jo. Wir sind immer noch auf der 1.45 unterwegs. Ich weigere mich stur, die 1.46 Beta irgendwie zu installieren. Sehe ich keinen, im Moment keinen Mehrwert drin. Vor allen Dingen, weil ich nicht weiß, was mapmäßig passiert. Wir sind hier noch auf der Euronet unterwegs, welche wir, ja, wir ist jetzt relativ, welche ich immer mehr einsetzen werde. Das liegt daran, dass ich nicht mehrere Maps auf einmal, ja, wie soll ich jetzt sagen, bearbeiten möchte. Und verschiedene Bereiche, wo ich drin arbeite, da sind auf der Euronet weniger Bereiche von betroffen. Betroffen in Anführungszeichen. Ja. Ja gut. Fangen wir an. Mal ETL intern. Frank. Der war ja in England drüben unterwegs, ist dann von Antonio angerufen worden. Er möchte dort die Lieferung, die er regulär hatte, die glaube ich nach Edinburgh oder von Edinburgh wegging, die sollte er stehen lassen. Dafür dann eine Tour von BCI aufnehmen. Ach, guck mal, Hermi. Und ja, Jung, was machst du? Du hast doch wohl einen sonnigen Humor, ne? Entschuldigung, KI. Ich war es nicht, ich hab's nur knallen gehört. Auf jeden Fall sollte er eine Tour für BCI aufnehmen, Trailer stehen lassen. Die wird dann, Antonio hat da irgendeine Firma organisiert, die dann die Tour weiterfährt. Und ja. Damit ist er jetzt auf dem Weg nach Köln. Das heißt, er bringt den Trailer nach Köln. Von da aus müssen wir dann mal gucken, was er weiter aufnimmt. Weil der Silo steht ja immer noch in... Steht der jetzt noch unten da in Frankreich? Nizza? Muss ich übrigens mal nachhaken, was mit dem Trailer ist. Philippe kraucht ja bei uns oben rum noch. Ist auch seine letzte Woche, danach geht er wieder runter. Die sind zwar immer noch am Bauen da unten, aber es ist ja nicht mehr so warm. Bitte demnächst rechts fahren, dann sofort rechts abfahren. Jetzt rechts abfahren. Der Retarder ist gut. Nee, dann kann Philippe mit dem Gliederzug wieder runter. Die sollen ja hier unten auch mehr den Verteilverkehr fahren. D
den sie ja, wofür wir ja die Gliederzüge angeschafft haben. Für BCI. Oh, war ja gar nicht mehr so weit bis Salzburg. Fünf Stunden. Was denn jetzt? Da ist noch nichts. Fahr! Da ist dieser Abstandstempomat. Ich hab den immer noch eingeschaltet. Ich muss den unbedingt rausnehmen. Jo. HM-Trans. HM-Trans hat einen Fahrer weniger. Hermi ist irgendwo bei Frankfurt. Der steht bei MAN. Der hat ein Problem mit seinem MAN. Irgendwas stimmt da nicht. Der ging immer wieder aus. Während der Fahrt. Also ich gehe mal davon aus, dass da irgendwo ein Steuergerät den Geist aufgegeben hat. Er hat ja den Trailer bei mir abgeliefert, ist dann Richtung Frankfurt, Richtung Heimat eigentlich. Und hat dann natürlich Probleme da gehabt. Ist natürlich blöd gelaufen. JJ ist oben in Finnland unterwegs, auf der Finnmark, wenn ich mich nicht irre. Schöne Map. Sieht gut aus. Harry. Hey, Harry. Harry de Jong. Der haut momentan ein Video nach dem anderen raus. Quatsch. Der ist jetzt bei seinem dritten Video. Oh, hier ist eine Nachricht gekommen. Gucken wir gleich. Hat auch jetzt einen Livestream gemacht. Den konnte ich leider nicht verfolgen. Bergheim? Bergheim ist doch bei Köln. Harry ist auch hier in Salzburg. Könnt ihr vielleicht mal auf einen Kaffee schauen, aber jetzt will ich auch noch schalten. Harry macht Spaß und ich finde es schön, was er da gemacht hat, wirklich gut. Nachdem die Soundeinstellungen gemacht worden sind, erste Sahne. Ich finde es genial. Schaut rein. Der Junge macht wirklich Spaß, auch ihm so zuzuhören. Der halbe Holländer. So ungewohnt, dass man keine Kupplung treten muss. Dann kommen wir gerade zu Michi. Michi ist unterwegs Richtung Magdeburg. Der ist von Schirke, vom Brocken, da hinten die Ecke, rüber nach Magdeburg gefahren. Er ist schon auf der Eurotnet Beta. Work in progress, muss ich dabei sagen. Die ist also nur für die Beta-Tester, die also für die Eurotnet tätig sind. Ich selber habe sie auch, nur ich füge sie nicht ein, weil das bei mir ein Problem mit Köln gibt. Und mal als kleiner Teaser, Köln wird verändert.
Rechts abbiegen. Wohin denn hier? Den einzigen, den ich nicht gesehen habe, war Lukas. Hier? Nee. Da gegenüber ist es. Ja. Lukas, ich hab's geguckt, aber ich weiß nicht mehr, wo er hingefahren ist. Ich hab's wirklich vergessen aufzuschreiben. Gute Schuhe! Ich hab lieber gute Reifen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Okay. Ich spring mal rein. Bleib einfach mal hier an der Seite stehen. Ist ja nicht los. Keiner mehr da oder was? Ich gehe mal gerade gucken, und wo ich hier hin muss. Bis gleich. Da sind wir wieder glorreich. Da hinten ran. Da hinten sieht es nicht so aus, als wenn ich da rumkommen würde. Ja, ich habe ein Fenster nicht runter gemacht. Tü-ding. Sollen da hinten an die erste oder zweite Rampe? Ist so ungewohnt mit dem Automatik. Ich wollte gerade, da können wir jetzt gleich machen. Ich habe da nämlich eine Nachricht bekommen von jemandem aus Österreich. Jo. Wenn wir das hier runter haben, dann werde ich mal rüber zur HM-Trans schneiden. Was haben wir vergessen? Genau. Türen aufmachen, ne? Machen wir das mal gerade.
kann man nur, wie kann man nur? Dann schieben wir dran und fertig ist. Ihr habt wahrscheinlich schon die ganzen. Ja. Zeige ich euch gleich, wenn wir nochmal rausgehen. Sagen, ich gehe jetzt abladen oder lass jetzt abladen, ich gehe aber trotzdem hinten gucken und dann sehen wir uns gleich wieder, weil die Nachricht, die ich hier habe, die ist von Raimi. Bis gleich. Gut, das haben wir. Türen sind zu, Papiere haben wir auch. Jetzt hören wir uns mal gerade die Nachricht an von Raimi, die da gekommen ist. Wenn es geht. Moin Moin Herr Mieder. Ich habe eine Frage. Haben Sie zufällig Zeit, mir meine Hab- und Gutsachen von Salzburg nach Rotterdam zu überstellen? Wenn Sie Lust und Laune dazu haben, könnten Sie mir bitte eine kurze Nachricht zukommen lassen. Und natürlich auch die Kosten. Dankeschön im Voraus. Liebe Grüße. Dein Raimi. Können Sie dein Raimi? Ach ja. So, wir fahren gerade zur Heimtrans. Ich gehe da einen Kaffee trinken. Und dann werde ich Raimi mal anrufen. Und dann schauen wir mal. Jetzt nicht. Ja, man sieht's nicht. Wollte schon sagen, sieht bald aus wie ein Trailer von uns. Junge, 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 Österreich. Aber seid ihr eigentlich noch ganz. Ja, ich muss mich natürlich auch ein bisschen umgewöhnen hier mit dem Auto. Der ist ein bisschen anders als meiner, ne? Da fällt dir nichts mehr ein, ne? Bitte demnächst rechts fahren, dann sofort rechts abbiegen. Machen wir glatt. Jetzt rechts abbiegen. Ja, dann werden wir gleich Raimi mal anrufen. Der ist ja jetzt in Rotterdam selbstständig. Sonntag, ich habe sein Video gesehen. Das war nicht Raimi. Kleine schnuckelige Firma. Woher ich die wohl kenne? Weiß der Geier. Ich habe da keine Ahnung von. Übrigens, wenn ihr interessiert seid an Mapping, ich erstelle eine Tutorial-Reihe. Der erste Teil ist schon draußen, wie man in den Editor kommt. Der nächste Teil muss noch bearbeitet werden, kommt also auch noch diese Woche. Ich werde anschließend nach dieser Folge eine
Folge vorproduzieren. Das heißt, da wird also nicht viel Neues kommen. Ich werde dann kurz auf ein anderes, auf dieses Thema Mapping ein bisschen reingehen. Okay. Nee, der bremst jetzt. Oh, ich muss hier links. Oh Gott. Hoppala. Der haut einfach ab. KI. Wobei das jetzt mein Fehler war. So sollte das eigentlich nicht laufen. Da habe ich jetzt aber wirklich nicht aufgepasst. Straße. Wer hat denn das dahin gemacht? Sie nähern sich dem Ziel. Ich bin doch schon beim Ziel. Was ist denn hier für ein Verkehr? Hoppla. Ja, Raimi ist jetzt im Containergeschäft in Rotterdam unterwegs. Schaut rein, er hat seinen Firmenhof vorgestellt. Ja. Ich stelle mich mal einfach da hinten hin. Hoppala. Christian kehrt. Hat jetzt keinen. Na, ich tue es nicht. Oh, hier steht ja gar keiner. Schön viel los, nämlich nichts. Sind alle unterwegs. Jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, warum ich so sitze. Es war wirklich tatsächlich so, dass ich so beim Rangieren gesessen habe. So. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich schalte euch mal gerade weg. Und dann rufen wir gerade Raimi an. Da kann man das Auto ausmachen. So kann man auch laufen lassen. Bleibt die Klimaanlage noch was an. Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht erreichbar zu sein. Ja gut, dann werden wir ihm eine Sprachnachricht schicken. Hallo Raimi. Du hast wirklich Glück. Ich stehe gerade bei der HM-Trans auf dem Parkplatz. Und ja, sicher können wir das machen. Du musst mir dann nur mal genau sagen, wo ich hin muss. Sprich, Adresse bräuchte ich.
Dann kann ich das alles mit aufnehmen. Mal gucken, wie viel Platz ihr braucht. Dann kann ich vielleicht noch eine kleine Teilladung mitnehmen. Muss ich mal schauen. Ansonsten über den Preis. Da wären wir uns auch schon einig. Da mache ich mir erstmal gar keinen Kopf drüber. Und demnächst bist du nicht so förmlich. Nö. Kann ich machen. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns später in Rotterdam. Gut, dann sage ich einfach, bis denn dann, dein Micha. Ciao. Ja gut, ich lasse jetzt die Folge hier beenden und wir starten dann hier, wenn ich dann die Sachen aufgeladen habe für Raimi und... Dann würde ich sagen, ich bedanke. Ah, nee, wir machen noch was anderes. Ah, nee, das mache ich in der nächsten Folge. Das ist viel einfacher, dann habe ich ein bisschen was zum Erzählen. Licht es an. Oh. Gut. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bedanke mich bei allen neuen Abonnenten. Ich habe meine 300 erreicht. Inzwischen sind wir auf 305. Bin da mal wieder. Nein, ich mache es jetzt anders. Ich bin jetzt auf 3xx. Weil ich weiß nicht, was am Dienstag auf einmal für eine Zahl da steht. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert, abonniert. Und dann sage ich einfach, bis denn dann, euer Micha.